Nächster Tagesordnungspunkt, da geht es um das Gebäudeenergiegesetz, besser bekannt ja als Heizungsgesetz. Sicher eines der umstrittensten Gesetze der Ampelkoalition, ein gemeinsames Projekt der Ampelkoalition, im Wesentlichen aber ausgearbeitet im Hause von Wirtschaftsminister Robert Habeck, hat zu großen Unsicherheiten zum Teil geführt bei den Menschen vor sozialer Überforderung, beim Heizungstausch. Das Ganze ist in Kraft. Es gibt allgemein lange Übergangsfristen. Die AfD-Fraktion hat hier einen Antrag eingebracht und will das Ganze abschaffen und aufheben. Meine Damen und Herren, letztes Jahr hat die Ampel gegen jeden Sinn und Verstand auf Teufel komm raus das Heizungsgesetz ohne Rücksicht auf Verluste durch den Bundestag gepeitscht und damit den Neueinbau von Öl- und Gasheizungen praktisch verboten. 30 Millionen Haushalte, also rund 64 Millionen Menschen, heizen mit Öl und Gas. Das heißt, 75% der Menschen in Deutschland sind von ihrem Heizungshammer direkt betroffen. Und zwar egal, ob Eigentümer oder Mieter. Und dabei war doch vor der Verabschiedung bereits klar, dass er für viele unbezahlbar sein wird, die Altersvorsorge vieler Millionen Menschen vernichtet und nichts anderes als eine kalte Enteignung ist. Ihr Heizungshammer macht die Kosten des Wohnens und des Heizens für viele Menschen unbezahlbar. Und es war auch vorher völlig klar, dass Ihr Heizungshammer absolut wirkungslos ist. Denn selbst die optimistischen Schätzungen des Habeck-Ministeriums gehen von einer jährlichen Einsparung von gerade mal einem einzigen Prozent der gesamten deutschen CO2-Emissionen aus. Also die CO2-Menge, die China in gerade mal 5 Stunden in die Luft bläst. Und dafür zerstören Sie die Ersparnisse, die Altersvorsorge und den Wohlstand der Menschen in unserem Land. Wie wahnsinnig sind Sie eigentlich? Hätten Sie einfach gar nichts gemacht, sondern einfach nur die letzten 3 Kernkraftwerke weiterlaufen lassen, würden wir jedes Jahr, hören Sie mal zu, 15 Millionen Tonnen, also doppelt so viel einsparen wie durch Ihren gesamten Heizungshammer. Und sogar Bauministerin Geiwitz hat bei einer Befragung hier im Bundestag praktisch bestätigt, dass man mit dem Heizungshammer das, was nachweislich funktioniert, verboten hat, ohne wirklich zu wissen, ohne irgendeinen funktionierenden Plan zu haben, wie die Menschen stattdessen in Zukunft heizen sollen. Fast jedes zweite Stadtwerk hält eine bezahlbare Wärmeversorgung wegen ihrem Heizungshammer für nicht mehr gesichert. Und die Stadt Leipzig hat ermittelt, dass die Umsetzung des Heizungshammers allein für Leipzig 30 Milliarden Euro kostet. Das sind 45.000 Euro vom Kleinkind bis zum Kreis. Diesen Wahnsinn kann kein Mensch bezahlen. Und Mannheim schaltet als erste Stadt in Deutschland 2035 den Menschen sogar das Gasnetz komplett ab. Und damit passiert genau das, was ich letztes Jahr bereits mehrfach hier im Bundestag gesagt habe. Die Menschen müssen nun wegen ihrem Heizungsgesetz die Heizungen, neue Heizungen, nach kürzester Zeit wieder rausreißen, weil sie nicht zur Wärmeplanung ihrer Stadt passt. Aber die Krönung ist, dass Sie von der FDP damals noch in der Regierung vor der Verabschiedung des Heizungsgesetzes selbst ausgerechnet haben, dass der Heizungshammer die Menschen die unvorstellbare Summe von 2.500 Milliarden Euro kosten wird. Und trotzdem haben Sie gemeinsam mit Rot-Grün dieses Gesetz wieder besseren Wissens gegen jede Vernunft einfach durchgedrückt. Und jetzt? Nachdem der Kanzler Sie vor die Tür gesetzt hat, wollen Sie davon plötzlich überhaupt nichts mehr wissen. Sie können sich wie der Bundeskanzler an nichts mehr erinnern, behaupten einfach das Gegenteil und wollen das von Ihnen selber eingeführte Gesetz angeblich wieder rückgängig machen. Also wie glaubhaft Ihre Kehrtwende tatsächlich ist, können Sie hier und heute unter Beweis stellen, indem Sie unserem Antrag zustimmen.
Und Gleiches gilt auch für Sie von der CDU. In allen Medien verkünden Sie, dass Sie das Heizungsgesetz rückgängig machen wollen. Genauso wie Jens Spahn es gerade eben vor ein paar Minuten wieder bestätigt hier im Bundestag. Also genau das, was wir heute hier beantragen. Wenn Sie von CDU und FDP es also wirklich ernst meinen würden, dann hätten wir dafür heute eine Mehrheit. Denn Sie wissen doch ganz genau, dass es mit den Roten und Grünen, mit denen Sie zukünftig ja koalieren wollen, niemals eine Rücknahme geben wird. Also zeigen Sie, ob Sie es wirklich ernst meinen oder ob Sie die Menschen da draußen wieder nur belügen. Marc Bernhard war das für die AfD-Fraktion, die hier diesen Antrag vorgelegt hat. Und jetzt folgt ihm Helmut Klebank für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, gerade erst haben wir im Bereich der Wärmeversorgung von Wohngebäuden die notwendige Transformation, die Wärmewende angestoßen. Da wollen die Ersten sie wieder gänzlich einreißen. Wir haben es gerade gehört. Ich will deshalb zeigen, weshalb eine Abschaffung des Heizungsgesetzes bzw. besser gesagt die Rückabwicklung der am 1. Januar 2024 in Kraft getretenen Novelle des Gebäudeenergiegesetzes eine wirklich schlechte Idee wäre. Die AfD präsentiert sich mit diesem Antrag mal wieder, ich würde sagen, als völlig realitätsfremd in energiepolitischen Fragen. Sie leugnet konsequent den menschengemachten Klimawandel. Manchmal eher die Tatsache, dass der Mensch sie verursacht, und das geht bei Ihnen ja auch ein bisschen durcheinander, und lehnt daher gänzlich die Energiewende ab. Folgerichtig lehnt sie das Gebäudeenergiegesetz ab, genauso wie den CO2-Preis, all das haben wir gehört. Und sie würde uns gerne weiter abhängig halten von Öl- und Gasimporten, insbesondere aus Russland. Und ganz nebenbei hieße das herzlich willkommen in einer voraussichtlich mehr als 3 Grad, sage und schreibe 3 Grad wärmeren Welt. Das wäre eine wirklich miese Perspektive. Die Ausgaben, die der Staat für Anpassungsmaßnahmen und Folgekosten bei immer häufiger auftretenden Naturkatastrophen aufwenden müsste, wären immens. Diese Kosten bedrohen unseren Wohlstand auf existenzielle Weise. Dass wir nur circa einen Monat nach den verheerenden Überschwemmungen in Spanien über die Existenz des Klimawandels und seine Gefahr für die menschliche Zivilisation reden müssen, ist eigentlich unfassbar. Dass es mit der AfD jedoch nur Politik von gestern gibt, ist eigentlich keine Überraschung. Als Partei von gestern. Möchten Sie eine Zwischenfrage zulassen, Herr Kollege von der AfD-Fraktion? Nein, danke. Als Partei von gestern ist die ablehnende Haltung jeglichen Klimaschutzes sicherlich konsequent. Denn wer das Problem nicht anerkennt, muss folglich auch keine Lösung präsentieren. Inhaltlich ist der Antrag mit der reinen Forderung der Aufhebung der Novelle sehr schlank und er gibt Aufschluss über die AfD-Fraktion hinaus. Leider müssen wir feststellen, dass sich auch CDU, CSU und FDP auf diesen schmalen Grat bewegen. Ich unterstelle der Union, dass sie eigentlich den Klimawandel bekämpfen will. Jedoch bremst sie bei jeder konkreten energiepolitischen Entscheidung ihr Festhalten an Öl- und Gasheizungen hinter dem Vorwand der immer wieder beschworenen Technologieoffenheit, da ist es wieder das schöne Wort, ist viel zu kurzsichtig. Und wir haben es beim vorherigen Tagesordnungspunkt auch gehört. Das einzige praktische Mittel, auf das sich sowohl CDU, CSU als auch FDP verständigen können, ist der CO2-Preis. Das allerdings wäre ein fatales Signal. Der CO2-Preis würde fossiles Heizen maßgeblich verteuern, erheblich verteuern, und der Preis würde in den nächsten Jahren steigen. Sich aber allein auf den CO2-Preis zu verlassen, das ist eine Falle, in die wir nicht laufen dürfen. Das Problem liegt einfach darin, dass der steigende Preis die Haushalte belastet. Man könnte allerdings am Anfang der Auffassung sein, naja, das stehen wir schon irgendwie durch, ganz so schlimm wird es ja nicht kommen, und in der Folge die notwendigen Investitionen für die Transformation schlichtweg unterlassen. Dann aber liefe man konsequent in die Kostenfalle, denn das Ende vom Lied wäre ja der explodierte CO2-Preis, ohne die Transformation gemacht zu haben, und diese Aufwendungen kämen noch obendrauf. In der Folge würde man also sagen, das ist alles viel zu teuer, lassen wir es doch lieber bleiben. Und die Konsequenz wäre das Desaster für den Klimaschutz. Man würde ihn konsequenterweise doch bleiben lassen. Wir brauchen also für alle, die es mit dem Klimaschutz ernst meinen, über den CO2-Preis hinaus eine geeignete, sozial gerechte Förderkulisse.
Die muss, so wie sie besteht, weiterentwickelt werden. Da, glaube ich, sind sich alle einig, im Volumen als auch bei der Frage der sozialen Gerechtigkeit. Es braucht aber eben auch einen regulatorischen Rahmen, der den Menschen, der den Haushalten, der Industrie, dem Handel und dem Handwerk die Richtung klar vorgibt und hier die Unsicherheit, die leider in den Markt gekommen ist, wieder aufhebt und damit Sicherheit für zukünftige Investitionen schafft. Vielen Dank. Helmut Klebank, für die Sozialdemokraten war das hier. Und eine Kurzintervention gibt es aus den Reihen der AfD. Präsidentin, dass Sie die Zwischenintervention zulassen. Herr Klebank, ich habe eine Frage. Sie sagen, Sie wollen CO2 einsparen. Das wäre Ihr wichtigstes Ziel. Und dann frage ich Sie, warum wählen Sie dann die unsinnigste Methode, die gerade mal die quasi die Altersvorsorge von vielen, vielen Menschen vernichtet, die Kosten des Wohnens und des Heizens weiter in die Höhe treibt, aber gerade mal 1% der deutschen CO2-Emissionen einspart, während, wenn Sie einfach die Kernkraftwerke hätten weiterlaufen lassen, dann hätten Sie doppelt so viel CO2 eingespart, für günstigen Strom gesorgt und nicht die Altersvorsorge von vielen Menschen vernichtet. Und vor allem, Sie hätten viel mehr CO2 eingespart. Und die zweite Frage ist, welchen Sinn macht es eigentlich, den Menschen zu Hause die Gasheizung zu verbieten, aber gleichzeitig als Bundesregierung 50 neue Gaskraftwerke zu planen, damit dort der Strom erzeugt wird, mit dem die Menschen zukünftig heizen sollen. Welchen Sinn soll das denn wirklich machen? Sie möchten antworten, Herr Kollege, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank für die beiden Fragen. Die erste Frage zeigt die Kurzsichtigkeit Ihrer Energiepolitik, denn es geht nicht darum, oder jedenfalls nicht allein darum, kurzfristig CO2-Emissionen einzusparen, sondern es geht darum, das System zu transformieren, um dauerhaft ohne CO2-Emissionen auszukommen. Und da ist der Gebäudesektor wert weit mehr als das 1%, nämlich weit über 30%. Die CO2-freie Wärmeversorgung ist also essentieller Bestandteil dieser Strategie. Und zur zweiten Frage. Hier haben Sie offensichtlich die neue Struktur unserer Energieversorgung, insbesondere der Stromversorgung, nicht erkannt. Das ist auf der einen Seite das Thema Sektorkopplung. Das sind die erneuerbaren Energien in Verbindung mit Speichern, in Verbindung mit Wasserstoff, in Verbindung mit einer entsprechenden Leitungsinfrastruktur. Und das ist am Ende natürlich auch das Installieren von Residuallastkraftwerken, die für die Dunkelflaute, für die Spitzenlast zur Verfügung stehen können. Und das können unseres Erachtens einfach nur Biogas- bzw. Wasserstoffkraftwerke sein. Und deswegen gehören die auch dazu und nicht etwa, wie Ihre Frage suggeriert hat, Erdgaskraftwerke, sondern Wasserstoff. Vielen Dank. Michael Kiesling hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, heute steht der Antrag der AfD zur Debatte und schon auf den ersten Blick wird klar, es geht der AfD nicht um eine Lösung. Es geht darum, den Eindruck zu suggerieren, sie teile unsere Positionen der CDU und CSU. Meine Damen und Herren, das ist nicht der Fall. Und es wird von uns auch keine Zustimmung zu diesem Antrag geben, denn auch dieses Mal liefert die AfD nichts. Dieser Antrag ist nichts weiter als eine Ansammlung leerer Phrasen ohne Substanz, ohne Konzept, ohne Antwort. Und es ist besonders bemerkenswert. Wir haben keine 3 Wochen nach der Verabschiedung dieses Heizungsgesetzes einen Antrag eingebracht und die Rücknahme dieses Gesetzes gefordert. Diese Forderung haben wir mehrfach wiederholt. Doch als es seinerzeit um diese Abstimmung des Antrags gab, hat sich die AfD enthalten. Und heute präsentieren Sie uns hier einen völlig inhaltslosen Antrag und wollen damit Ihre Anschlussfähigkeit demonstrieren. Dabei liegt der Unterschied zwischen Ihnen und uns doch darin. Wir handeln, Sie blockieren. Eins muss klar sein, wer Klimaschutz pauschal ablehnt und keinerlei Konzept vorlegt, der hat jedes Recht verspielt, sich einen Teil der Lösung zu präsentieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so eine Politik ist einfach unglaubwürdig. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir diesem Gesetz zustimmen. Ganz im Gegenteil, dieses Gesetz hat mehr Verunsicherung und Bürokratie geschaffen als den Klimaschutz gedient. Die Fakten sprechen für sich.
Seit dem 1. Januar 2023 gilt der EH-Standard 55 im Neubau. Seit dem 1. Januar 2024 dürfen Neubauten innerhalb von Neubaugebieten nur noch Heizungen installiert werden, die auf mindestens 65% erneuerbaren Energien basieren. Auch das Vorgehen des ersten Heizungsgesetzes, die kommunale Wärmeplanung nach dem Heizungsgesetz machen, hat auch schon den falschen Weg eingeschlagen. Das Ergebnis, eine Sanierungsquote, nicht mal 0,7%, eine Krise am Bau, Investitionen auf Eis gelegt und Vertrauen verspielt. Offenbar hat sogar die Ampel, also die ehemalige Ampel und Teile der Ampel, diesen Fehler verstanden. Die FDP distanziert sich, die Bauministerin rudert zurück und Herr Minister Habeck erklärt das Desaster als einen Test. Ein Test auf Kosten der Bürger, ein Test auf Kosten des Vertrauens, was dadurch verspielt wird. Die AfD leugnet den Klimaschutz und deshalb ist es eine grundsätzliche andere Position wie wir. Wir sagen, Klimaschutz ist notwendig, aber vernünftig, technologieoffen und sozial gerecht. Die AfD leugnet den Klimawandel, ignoriert die internationale Verpflichtung und hat hier deswegen nichts beigetragen. Wir hingegen bieten Lösungen an. Wir wollen das verfehlte Heizungsgesetz der Ampel zurücknehmen, die Klimapolitik auf eine Grundlage stellen, technologieoffen und einem sozialen verträglichen CO2-Preis. Wir wollen weg von einer reinen Betrachtung der Energieeffizienz und stattdessen die Emissionseffizienz in den Blick nehmen. Wir wollen Rahmenbedingungen schaffen, in denen wieder gebaut, investiert und saniert werden kann. Das ist unser pragmatischer Ansatz, der verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert ist. Die AfD hingegen hat ihren destruktiven Kurs, bleibt sie treu. Keine Konzepte, keine Verantwortung, keinen Plan. Wer die AfD wählt, entscheidet sich gegen die Zukunft unseres Landes. Der bayerische Kabarettist Wolfgang Krebs bringt es auf den Punkt. Wenn ich ihn zitieren darf, Frau Präsidentin, Zitat: Wer seine Kreuze bei der AfD macht, der sollte sich im Klaren sein, dass diese Kreuze einen Haken haben. Bernhard Herrmann hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die ganze Debatte zur Heizung erinnert an einen Sprung in der Schallplatte, immer und immer wieder dieselbe Leier. Irgendwann nervt das und man schaltet ab. Das gerade ist aber auch bei den Äußerungen der Union, dass das sichtbar Wahlkampf dahinter steckt, kann offensichtlicher nicht sein, auch bei Ihnen, bei der Union. Jens Spahn will das Gebäudeenergiegesetz abschaffen. Alexander Dobrindt spricht immer noch von Zwang zum Heizungstausch. VerbraucherInnen, die sich für Wärmepumpen entscheiden sollen, künftig keine Förderung bei Ihnen mehr bekommen. Hört, hört, die Gaslobby wird's freuen. Die Union ist offenbar zumindest öffentlich entschieden, das Thema Heizungen zum Wahlkampfschlager zu machen. Bieten Sie doch den Menschen ehrliche Lösungen an. Überzeugen Sie mit Programmen besseren Lösungen, aber hören Sie auf, immer und immer wieder nur populistische Phrasen zu dröschen. Ihre Pseudodebatte ohne jegliche wirkliche Lösung tragen Sie auf den Schultern der Menschen aus. Sie verhetzen damit Richtung AfD. Verlautbarung, das Gebäudeenergiegesetz abzuschaffen, verunsichern. Und Sie sind unredlich. Dieses Gesetz gab es schon lange. Es ist ein GroKo-Gesetz. Es setzt EU-Vorgaben um und als EU-Mitglied sind wir auch grundgesetzlich verpflichtet, in unseren Gebäuden auf Erneuerbare umzustellen. Den Klimaschutz, liebe Klimaunion, Herr Hellmann ist dafür da, auch jenseits von Sonntagsreden ernst zu nehmen. Dem können sich auch ein Jens Spahn und ein Alexander Dobrindt nicht entziehen. Wenn Sie anderes glauben, meine Herren, dann frage ich mich, ob Sie das Grundgesetz, die internationalen Verpflichtungen noch anerkennen, ob Sie noch europäischen Ideen zuneigen, zum Werk auch eines Helmut Kohls und einer Angela Merkel. Interessant ist, dass einige von Ihnen bei öffentlichen Veranstaltungen, bei internen Ausschusssitzungen, auch Herr Heilmann durchaus, hier im Bundestag eine ganz andere Platte auflegen. Da zeigen Sie sich häufiger besorgt um die Wärmewende und den Klimaschutz. Und auch Ihr Kanzlerkandidat Herr Merz fühlte sich erst vor wenigen Tagen in einer Talkshow genötigt, Ihre Abschaffungsgelüste wieder zurückzunehmen. Ist Ihnen Glaubwürdigkeit überhaupt noch was wert? Für Demokraten so wichtig, gerade jetzt. Fragen Sie doch mal die Branche, was die sich wünscht. Herr Spahn ist sicherlich aus gutem Grund weg, weil da hat er Drosche bekommen.
Verbände, auch der Heizungszentralverband, Handwerker, Energieberater, sind entsetzt, wenn sie solche Äußerungen hören, fürchten die existenzielle Not. Man wünscht sich endlich Kontinuität, man wünscht sich Vernunft in der Politik. Das Gesetz ist für die Branche kein Problem. Alles weist längst Richtung Klimaschutz. Es wird produziert, es wird umgestellt. Was die Branche fürchtet, das sind Rückschritte. Änderungen, neue Verunsicherung für VerbraucherInnen bei der Industrie und dem Handwerk. Was Sie hier verkünden, ist wirtschaftsschädigend, wenn Sie so reden, wie der Herr Spahn das regelmäßig tut. Die Welt da draußen ist viel weiter als Sie. Hier auf dieser Seite des Parlaments sitzen die Bremsklötze. Und wer meint, im Gebäudesektor nichts machen zu müssen und alle Hoffnung auf den CO2-Preis zu legen, der rennt mit Scheuklappen auf den Abgrund zu. Herr Klebank hat es deutlich beschrieben. Wer den Menschen vorgaukelt, sie könnten problemlos bei Gas und Öl bleiben, der treibt sie in eine brutale Kostenfalle. Machen Sie sich ehrlich, machen Sie den Menschen nichts vor. Denken Sie nicht immer nur an Ihren eigenen Wahlkampf. Sie schaden sonst dem Land und dem Klimaschutz. Vielen Dank. Ja, der Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz hat angekündigt, das Heizungsgesetz zu korrigieren. Die Bauindustrie begrüßt das zum Teil. Der Städtetag fordert Planungssicherheit, wie auch beispielsweise das Handwerk. Konrad Stockmeier jetzt für die FDP. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Befassen wir uns wirklich nur kurz mit dem vorliegenden AfD-Antrag, der darauf lautet, die letzte Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes einfach nur zurückzunehmen. Damit es hier allen im Raum und an den Bildschirmen klar ist, das würde bedeuten, Technologieoffenheit wieder einzuschränken. Also fürs Protokoll, Sie wollen Ölheizungen wieder verbieten. Wir von den Freien Demokraten haben in das bestehende Heizungsgesetz Technologieoffenheit reingebracht, wie keine andere Fraktion in diesem Hause. Aber es ist in der Tat so, in der bestehenden Fassung dieses Gesetzes liegen dieser Technologieoffenheit viel zu viele Fesseln an. Die müssen wir sprengen, damit diese Technologieoffenheit wirklich loslaufen kann. Und dafür setzen wir uns mit aller Kraft ein. Kollege Herrmann von den Grünen, Sie fragen, welche. Wissen Sie, mit der Einigkeit zwischen SPD und Grünen, mit der Rest der Regierung in dieser Frage, ist es ja auch völlig dahin. Die Bundesbauministerin Frau Geiwitz hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass aus diesem Gesetz mal alles rausfliegen muss, was viel zu kompliziert ist, dass so und so viele Effizienzregelungen drin sind, die in einem Heizungsgesetz rein gar nichts verloren haben. Also Einigkeit werden Sie in der Rest der Regierung sowieso schon gar keine mehr herstellen. Was die Technologieoffenheit betrifft, torpedieren die Grünen die ja noch auf ganz andere Art und Weise. Ich will noch mal daran erinnern, Sie haben hier keine parlamentarische Mehrheit mehr, also versucht man es eben auf dem Verordnungswege. Jetzt hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz auf dem Verordnungswege Sachen auf den Weg gebracht, wo noch mal an der Fernwärme rumgeschraubt werden soll. Und die Reaktionen des Verbandes der kommunalen Unternehmen, der Arbeitsgemeinschaft Fernwärme und des BDEW sind eindeutig. Die sind von diesen Verordnungsentwürfen entsetzt. Die sagen, wenn das so kommt, wird der Ausbau bestehender Nah- und Fernwärmenetze und auch Neubauprojekte ausgebremst. Der Ausbau von Nah- und Fernwärme, die klimaneutral betrieben werden kann. Danke, Robert Habeck, für nichts. Der hatte ja im Sommer auch nichts anderes zu tun, als mit einer Wärmepumpentour durchs Land zu ziehen, anstatt die Punkte, für die er in der Wachstumsinitiative, die im Juli vereinbart worden ist, endlich mal umzusetzen. Das hat er bis zum Ende nicht hingebracht. Und deswegen ist es auch gut, dass diese Koalition zu Ende gekommen ist, weil mit Ihnen eine Wirtschaftswende, die sich auch bis in die Heizungskeller erschließt, nicht zu machen gewesen wäre. So sieht's aus. Zurück zum AfD-Antrag. Damit das an dieser Stelle auch noch mal ganz klar ist, dessen Kernbotschaft ist einfach zurück in die Steinzeit. Was Sie nämlich im Sinn haben, ist, dass die deutschen Haushalte wieder von Despoten, von Energielieferanten abhängig werden, die unsere Freiheit und Unabhängigkeit bekämpfen. Sie wollen, dass Putin und Co. wieder die Hand an die Heizungsregler in den deutschen Haushalten bekommen und die Menschen in diesem Land ins Unglück stürzen können. Das werden wir Freie Demokraten nicht zulassen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Freiheit und die Unabhängigkeit dieses Landes gestärkt wird, die Entscheidungsfreiheit der Menschen bei der Heizungswahl. Und das wird am besten mit den Freien Demokraten möglich sein. Vielen Dank.
Das Wort hat Robin Meserosch für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In einer Welt, in der sich nichts ändern würde, müssten wir auch unsere Heizung nicht ändern. Dann müssten wir auch nicht das Heizungsgesetz ändern oder, wie es richtig heißt, Gebäudeenergiegesetz, weil es gibt es schon ganz lang. In der Welt, in der wir leben, verändern sich aber Dinge, zum Beispiel drei. Erstens, die Technik verändert sich. Persönliches Beispiel, nach der Wahl habe ich in Sigmaringen eine neue Wohnung gesucht, bin dort eingezogen, habe dort vorgefunden eine sehr alte Ölheizung, die oft ausgefallen ist. Die Fenster waren schlecht gedämmt. Nach einem Jahr hatte ich Ölkosten von 2.000 Euro. Ich bin dann in Sigmaringen umgezogen, in eine neue Wohnung, gleiche Kaltmiete, aber dort hat die Sonne geheizt und eine moderne Gasanlage. Ich habe jetzt einen Bruchteil der Kosten. Das ist das Potenzial, das moderne Technik hat, mit weniger Energie auszukommen und uns weniger Geld zu kosten. Wärmepumpen sind noch nicht mal neue Technik, haben aber heute Nutzen, den alte Technik nicht hat. Zum Beispiel können wir die Energie selber erzeugen. Die wenigsten Deutschen haben in ihrem Vorgarten eine Ölpumpe, aber wir können auf unseren Dächern Strom erzeugen. Und Wärmepumpen mit einem Pufferspeicher, da wo ich wohne, scheint auch mal die Sonne. Ich weiß nicht, wo Sie wohnen, aber es erklärt einiges. Wenn die Wärmepumpe einen Pufferspeicher hat, mit dem man die Sonne auch speichern kann, dann kann sie in Zukunft Strom speichern, wenn er günstig ist, und kann darauf verzichten, wenn er gerade teuer ist. Das heißt, wir können mit neuer Technik sehr viel Geld sparen. Jetzt könnten Sie sagen, na ja, wenn das so toll ist, dann passiert das ja irgendwie von alleine. Das ist der Markt, der angeblich alles regelt. Aber wir haben ja eine zweite Sache, die sich verändert, und das ist das Klima. Die Naturkatastrophen auf der Welt nehmen zu, auch in Deutschland. Und das Zeitfenster, dagegen was zu tun, das schließt sich. Und in Deutschland sind sich fast alle einig, dass wir da was tun müssen, weil es uns alle gefährdet. Und wenn wir eine Heizung einbauen, ist die für 20 bis 30 Jahre drin. Und deswegen können wir jetzt nicht ewig so weitermachen, weil wir dann in 30 Jahren sonst noch Heizung drin haben, die CO2 ausstoßen. Und die Rechnung, das würde nichts bringen, die ist einfach komplett falsch. Ein Drittel unserer Energie in Deutschland verbraten wir fürs Heizen und für Warmwasser, den Großteil mit fossiler Energie. Das heißt, dieses große Problem erschlagen wir mit diesem Gebäudeenergiegesetz. Und das Dritte ist der Preis. Es gibt ganz viele Leute, denen ist Klimaschutz wichtig, aber beim Geld wird es dann noch mal spannend. Wenn wir weiter auf Öl und Gas setzen, setzen wir auf was, dessen Preis wir kaum unter Kontrolle haben, weil wir es aus dem Ausland importieren. Wir haben mit Gewissheit einen steigenden CO2-Preis, das heißt, es wird immer teurer. Und klar, es gibt den Preis für die neue Technik, aber da ist es doch sinnvoll, wenn der Staat allen hilft, diese Technik sich leisten zu können und dann in Zukunft Heizkosten zu sparen. Und genau das ist das Gebäudeenergiegesetz in einem Satz. Jede und jeder soll sich die neue Technik leisten können, die unser Klima und jeden Geldbeutel schont. Und dann ist es ganz einfach. Wenn deine Heizung läuft, musst du nichts machen. Wenn deine Heizung kaputt geht, kannst du sie reparieren. Wenn du deine Heizung nicht reparieren kannst, musst du die eh eine neue Heizung kaufen. Und da gucken wir jetzt, dass es eine ist, die das Klima schont, den Geldbeutel, und dass sich jeder diese Investition leisten kann. Das ist unser Vorschlag. Und von der anderen Seite hören wir nur dieses Streichen. Es kommt einfach weg. Und dann klingt es für manche Leute, oh, da kommen Auflagen weg. Aber nee, was wegkommt, ist das Geld, mit dem wir Ihnen helfen, Geld zu sparen. Weil was Sie vorschlagen, ist in hohem Maße sozial ungerecht. Weil in Ihrer Welt können sich Leute, die Geld haben, eine neue Heizung leisten und dann Geld sparen. Diejenigen, die weniger Geld haben, sitzen auf ihren Heizungen fest und zahlen immer und immer mehr, auch wegen des CO2-Preises, den Sie mit eingeführt haben. Sie und das ist das Problem. Es ist ungerecht, es ist gefährlich und es ist teuer. Und deswegen ist das Gebäudeenergiegesetz eine gute Sache. Haben Sie vielen Dank. Sagt Robin Meserosch für die SPD-Fraktion. Und jetzt hat noch einmal das Wort, weil er es vorher schon mal in der letzten Debatte angekündigt hatte, hier Thomas Heilmann für die Union. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, ich habe mir überlegt, ob ich einen Teil meiner Redezeit darauf verwende, zu erklären, warum der Klimawandel ein Problem ist und übrigens auch für die Wählerinnen und Wähler der AfD
ein zunehmendes Problem ist. Und ich weiß, dass Sie nicht belehrbar sind, aber vielleicht sind es ja die Zuschauer draußen. Der Anstieg von CO2 ist ein physikalisch umfassend und übrigens seit mehr als 100 Jahren erklärtes Phänomen. CO2 in der Luft sorgt dafür, dass die Wärme auf der Erde bleibt und nicht entweichen kann. Und dann sagen Sie ja, das bestreiten Sie manchmal gar nicht, aber dann sagen Sie ja, das sei eine natürliche CO2-Entwicklung. Und auch das ist physikalisch, wenn Sie Physikunterricht aufpassen, geklärt, weil Sie anhand der Isotopenanalyse feststellen können, aus welchen Quellen das kommt. Und über die Isotopenanalyse können Sie eindeutig beweisen, dass die Verbrennung fossiler Energien dazu führt, dass der CO2-Anstieg so stark ist. Und ja, auch die Wärmewende kostet Geld. Ich will Sie nur darauf hinweisen, dass die Erderwärmung, bei der wir jetzt auf 3 Grad zusteuern, noch viel teurer sein wird. Und die Wähler, die Sie schützen wollen, später mit den Erfolgen dieser Erderwärmung konfrontiert. Denkt man, 3 Grad ist vielleicht gar nicht so viel. Zwischen in der Eiszeit und heute, 20.000 Jahre Unterschied, sind nur 4 Grad Unterschied gewesen. Hat aber zur Folge gehabt, dass England... Herr Kollege, möchten Sie eine Frage aus der AfD zulassen? Auch das. Vielen Dank, Kollege Heilmann, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben jetzt ausgeführt, dass aufgrund des CO2, aufgrund der Steigerung des Anteils des CO2 in der Atmosphäre quasi die Temperatur steigt. Können Sie mir und den Zuschauern, also auch unseren Wählern quasi erklären, welche Gründe es gab für die Steigerung um 4 bis 5 Grad circa vor circa 11.000 Jahren, als die letzte große Eiszeit zu Ende gegangen ist, weil zu dem Zeitpunkt blieb der CO2-Gehalt relativ stabil und 4 bis 5 Grad ist schon ein relativ großer Temperaturunterschied. Also auf welche Gründe gab es da, wenn es nicht das CO2 gewesen sein kann? Also es gab Erderwärmungs- und Erdabkühlungsphasen, die nichts mit CO2 zu tun haben. Ich kann aber natürlich jetzt in der Antwort nicht die gesamte Geologie darstellen, aber es gab, darauf spielen Sie ja offensichtlich an, auch Erwärmungsphasen, die auf CO2 beruhen, insbesondere auch Vulkanausstiege. Diese Veränderungen des CO2-Gehalts in der Luft haben sich über mehrere tausend Jahre, manchmal über mehrere 10.000 Jahre abgespielt und haben zu dramatischen Veränderungen der geologischen Landschaft in der Welt geführt. Etwa in der Eiszeit war England keine Insel, die Nordsee war nicht Meer, sondern Land, die Ostsee ein sehr kleines Binnengewässer. Und wenn damals schon Menschen gelebt hätten, Leute zwischen England und Schleswig-Holstein gelebt. Wenn jetzt die Erderwärmung so schnell innerhalb eines Jahrhunderts zu einem derartigen Anstieg des Klimas führt, dann werden diese Anpassungsleistungen in einer maximal 2 Generationen Menschheit von 8 Milliarden Menschen zu leisten sein. Oder um es mal anfassbar zu machen, Sie müssten wahrscheinlich einen Großteil der Bevölkerung Afrikas nach Sibirien umsiedeln. Wie soll das eigentlich finanziell gehen? Wie wollen Sie das friedlich schaffen? Wir müssen dafür sorgen, dass die Erderwärmung nicht in dem Maße steigt, wie sie das jetzt tut. Und deswegen müssen wir etwas dafür tun, dass wir die Erde defossilieren. Das heißt, dass wir den fossilen CO2-Ausstieg, der durch die Verbrennung von Öl und Gas entsteht, in der Welt reduzieren. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Das ist auch leider eine sehr teure Aufgabe. Aber die Haltung der AfD, wir tun so, als gibt es das Problem nicht, verlagert das Problem lediglich in die Zukunft. Und mit dieser Grundhaltung wollen wir nichts gemein haben. Und deswegen, und das ist die Antwort auf Ihre Frage, werden wir im Antrag nicht zustimmen. Das ist sozusagen der erste Teil. Nun ist das die letzte Rede in diesem Deutschen Bundestag, die ich zu dem Thema halten darf. Und deswegen würde ich gerne Sie an der Koalition noch ein paar Dinge sagen, und zwar in der sachlichen Art, lieber Herr Herrmann, wie ich das meistens versuche zu tun. Ihnen ist es nicht gelungen, deutlich zu machen, dass zwischen dem ersten Entwurf, den Sie vorgelegt haben, und dem zweiten Entwurf, den Sie dann verabschiedet haben, und in dem es in der Tat auch nennenswerte Unterschiede gab, diese Unterschiede gab. Und das lag daran, dass Sie das hier in einer Woche im Parlament und wie Sie ja seit dem Beschluss des Verfassungsgerichts wissen, auch noch in verfassungswidriger Weise schnell gemacht haben.
Das Verfahren dient eben nicht nur dazu, dass ein Abgeordneter wie ich gründlich Zeit bekomme, sich mit der Materie auseinanderzusetzen und insbesondere Ihnen als Regierungsmehrheit deutlich zu machen, wo man es eigentlich besser machen kann, sondern es dient eben auch dem Verständnis der Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen ist der Fingerzeig auf alle anderen, dass Sie ja das Gesetz verhetzt haben, um es vorsichtig zu sagen, sehr einseitig. Und insofern würde ich mich freuen, wenn ich Ihnen am Schluss meiner parlamentarischen Laufbahn noch mal ins Stammbuch schreiben darf. Es gibt Gründe, warum in einem demokratischen Verfahren bestimmte Spielregeln gelten und auch bestimmte Zeit sich genommen wird, Dinge zu analysieren. Denn es ist ja zu Ihrem eigenen Schaden gewesen. Denn das Heizungsgesetz ist ja praktisch das Symbol des Versagens dieser Ampelregierung gewesen. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen ungerecht zu viel. Ja, weil Sie in einigen Punkten recht haben und in anderen Punkten nicht recht haben. Und der Kompromiss ist auch im Detail nicht gut, weil in der Tat finde ich ganz anders als die FDP, ist total sinnvoll, dass wir in Neubauten Ölheizungen verbieten. Insofern wäre die Rückkehr zum alten Heizungsgesetz ein Fortschritt. Und jetzt will ich noch etwas zur Kommunikation in diesem Wahlkampf sagen, auch weil ich darauf angesprochen worden bin. Nicht alles, was in dem neuen Heizungsgesetz steht, ist falsch. Vieles ist zu bürokratisch. Manches ist nicht klimaschützend genug. Und insbesondere wird draußen bis heute nicht verstanden, was wir da eigentlich regeln oder was Sie da geregelt haben. Insofern wäre ein Neustart auch eine Chance, die Wärmewende noch mal von vorne zu beginnen und zu sagen, warum brauchen wir als Gesellschaft eigentlich einen Umbau unserer Heizungssysteme? Und es wäre zudem eine Chance, und da sind wir, glaube ich, dann ganz anderer Meinung, da bin ich mal sehr gespannt, wie das in neuen Koalitionsverhandlungen geht, ob wir nicht sagen, wir steuern das über die Menge des CO2-Ausstoßes in den Heizungskellern und nicht über bestimmte Technologien. Und das sage ich nicht, weil die Wärmepumpe eine schlechte Technologie ist. Wir sind uns alle einig in der Union, dass die Wärmepumpe für sehr viele Gebäude eine richtige Technologie ist. Deswegen muss ich sie aber noch lange nicht als einzige Lösung vorschreiben. So, de facto mit den 65% sind Sie in vielen Fällen schon in dieser Fassung. Deswegen wären andere Methoden, insbesondere wenn wir sie regional staffeln würden, nämlich da, wo ein Umbau Richtung Wärmepumpe viel schwieriger ist als in anderen Gebieten, eben ist sinnvoll, ob wir mit Biogasquoten oder Ähnliches in bestimmten Fällen arbeiten. All das müsste man sich noch mal von vorne so angucken, dass wir die Bevölkerung mitnehmen. Und deswegen würde ich mich zum Abschied Sie bitten zu überlegen, ob man nicht mit einem gemeinsamen Anlauf in der neuen Legislaturperiode die Bevölkerung stärker davon überzeugen kann, dass und wie eine Wärmewende funktionieren kann. Ich darf mich abschließend für das kollegiale Miteinander hier bedanken, bei allen Kollegen. Ich darf mich bei meinem Büro bedanken und ich möchte vielleicht überraschend Kerstin Griese hier noch mal zum Geburtstag gratulieren, denn ich habe meine Tätigkeit im Ausschuss für Arbeit und Soziales mit dir, liebe Kerstin, begonnen. Und wenn du jetzt am Geburtstag hier Sitzungsdienst hast, dann finde ich, hast du auch noch einen Glückwunsch verdient. Ich bedanke mich sehr herzlich und freue mich, Sie alle in anderer Funktion wiederzusehen. Ja, und damit eine weitere Abschiedsrede hier in Anführungszeichen. Diesmal von Thomas Heilmann von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, damit eine mutmaßlich mögliche neue Koalition, wie auch immer die aussehen mag nach der Bundestagswahl, sich mit dem Gebäudeenergiegesetz beschäftigt oder auch nicht, muss es erstmal Bundestagswahlen geben. Und damit kommen wir sozusagen zum Ausblick zum Ende dieser Sitzungswoche und zum Ausblick auf die nächste Sitzungswoche. Der Bundestag, der tritt nämlich wieder zusammen am Montag, den 16. Dezember. Das ist ja der avisierte Termin, an dem der Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag die sogenannte Vertrauensfrage stellen wird. Also am 16. Dezember, da sollen die Abgeordneten darüber abstimmen, ob sie ihm weiterhin das Vertrauen aussprechen. Wenn die Mehrheit der Abgeordneten dem Kanzler erwartungsgemäß das Vertrauen verweigert, kann Bundespräsident Steinmeier innerhalb von 21 Tagen den Bundestag auflösen.